weiter bei von Steuben, Seite 113. Das absolute Sein hat eine absolute Grenze. Diese Einsicht wird uns in den meisten Ontologien vorenthalten. Auch in der Offenbarungsliteratur erfahren wir gewöhnlich viel über den unendlichen göttlichen Geist, sein ewiges Licht, doch nur selten etwas Fassliches über die Grenze oder die Schranke, durch die er seine Göttlichkeit bewahrt und zugleich an das Endliche rührt, über die er auf das Endliche wirkt, mit ihm verkehrt. Wie schwer diese Erkenntnis fällt, kann man auch den Interpretationen des Parmenides entnehmen. Deichgräber scheint das immerhin im Auge zu haben, wenn er bemerkt, dass die Welt des parmenideischen Seins logisch wie religiös abgeschnitten sei durch Dike Ananke, von der wir nur noch wissen müssen, wieso sie mit der Grenze, Schranke, Fessel des Seins identisch ist. Wenn wir das parmenideische Sein und seine Grenze in der genannten Weise als transzendent verstehen, so haben wir uns damit gegen jene ausgesprochen, die dem Sein Ausdehnung zuschreiben und es sich in räumlichen Grenzen denken. Der Vergleich mit der Kugel kann dann nur ein Gleichnis sein. Ist es aber auch tatsächlich das, was Parmenides uns sagen will? Sein Gedicht ist voll von Ausdrücken und Bildern, die eine räumliche Vorstellung suggerieren oder jedenfalls uns in der sinnlich-räumlichen Welt beheimateten Vorstellungskraft entnommen sind. Doch wie konnte Parmenides das nicht vorstellbare Sein anders kennzeichnen als mit der Sprache, die der Umgang mit der sinnlichen Welt geschaffen hat? Parmenides wusste nur zu gut, dass die Sinnesorgane versagen und nur das Denken imstande ist, das wahre Sein zu erkennen. Fragment 7, 3ff. Wenn es jedoch bei der Himmelfahrt heißt, Zitat, dort ist das Tor, Zitat Ende, so ist die Natur der Sache bereits verfälscht, denn das Sein und seine Pforte haben keinen Ort. Die Sinneswahrnehmung hat sich wieder eingeschlichen. Sollte das auch bei dem Vergleich mit der Kugel der Fall sein? Sobald wir versuchen, die Natur des transzendenten Seins genauer zu erfassen, geraten wir in dieselben Nöte wie Parmenides.